Lass ein Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account. Und ja, das, mit dem wohl jeder gerechnet hat, der mindestens 3 Gehirnzellen besitzt, ist nun tatsächlich eingetroffen, wenn wir uns die News vor Augen führen. Und zwar, Tesla hat eine Nerf bekommen. Ja, darüber noch im Video geredet. Im letzten Video, wo man das Ding ja nochmal nutzen sollte, solange es möglich ist. Jetzt ist es also offiziell. Tesla, die Reichweite, ihr werdet wahrscheinlich das Video hier am Montag sehen, deswegen, ihr wisst das schon, aber trotzdem, für mich kam das jetzt so aus dem Nichts, in Anführungsstrichen. Ja, jedenfalls, die Reichweite zum ersten Ziel wurde um 2 Meter reduziert und die Reichweite zu allen nachfolgenden Zielen, die wurde um 1 Meter reduziert. Außerdem, die Variation Vergrößerungsspannung, diese reduziert nun die Reichweite des Kugelblitzes um 60 statt nur 50%. Wenn wir uns die anderen Sachen hier noch so im Schnellüberblick mal angucken wollen. Overdrive Hornet Panzerbrecher auf 3 Sekunden reduziert, die Autokanone Variation für Smokey. Ja, maximale Chance auf kritischen Schaden wird um 50% reduziert, die Projektilgeschwindigkeit wird um 25% reduziert, der Rückstoß wird nicht mehr um 33%, sondern nur noch um 25% reduziert. Yay! Dann bei den wöchentlichen Missionen ganz oben, ich fand den Satz echt super. Ach ja, by the way, ihr könnt es ja hier eh sehen, die wöchentlichen Container sind jetzt nicht mehr vom Rang abhängig, sondern bieten fixe Belohnungen. Ja, aber jetzt kommen wir zum Satz, den man sich vor Augen führen muss, weil er so schön verschachtelt ist. Den muss man wirklich 2-mal lesen, bis man ihn verstanden hat oder noch öfter. Aber gut, jetzt erstmal im Schnelldurchlauf. Missionen, für die man tägliche Missionen erledigen muss, erfordern das Erledigen von nicht mehr täglichen Missionen, als man an einem Tag schaffen kann. Denkt man sich auch erstmal wirklich im ersten Moment so, sind das jetzt einfach zufällig aneinandergereihte Worte oder gibt das wirklich einen Sinn? Aber gut, Missionen, jetzt kommt das Detail dazu, für die man tägliche Missionen erledigen muss. Also jetzt wissen wir, um welche Missionen es sich handelt. Jetzt geht's weiter. Bezieht sich natürlich noch immer auf die Mission. Erfordern das Erledigen von nicht mehr täglichen Missionen, als man an einem Tag schaffen kann. So, jetzt wissen wir mehr. Gut, gehen wir weiter zu Hammer. Ja, wirklich wundervoller Satz. Aber Der Name der Variation für Tesla, wenn wir uns das nochmal hier fett gedruckt angucken wollen, Vergrößerungsspannung. Please, ich bin zwar kein Deutschlehrer, will ich auch nie werden, werde ich auch nie und dafür waren meine Deutschnoten sicherlich auch nicht die besten. Aber wenn ich eine Sache weiß, dann dass man hinter ein Vergrößerungs, ja, S, kein Strich mehr setzen sollte. Sondern einfach dahinter noch Spannung klein. Einfach als ein Wort. Ohne Bindestrich, ja? Please. Okay. Aber gut. Hammer. Einige Verbesserungen, um den Fehler zu verhindern, bei dem Hammer weniger Schaden als erwartet verursacht. Okay. Gut für alle Hammerspieler. Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Anzahl der Kugeln in einem Schuss zu erhöhen und dabei den Gesamtschaden konstant zu halten. Oh. Ja, ansonsten Teammitglieder und zerstörte Panzer werden durch das System ignoriert der Autozielerfassung. Das ist sehr schön. Die Interaktion der Overdrives von Wasp und Mammut mit anderen Overdrives wurde verbessert. Deaktivieren Wasps Bombe. Deaktivieren Kuppelgeneratoren. Deaktivieren... Das ist super. Aresball. Deaktivieren den... What? Deaktivieren den Eiszapfen von Ritter für den Fall. Das ist doch. Also, irgendwie als hätte man das Ding durch den Google-Übersetzer gejagt, oder? Na gut. Dass Ritter während dem Aufladen seines Eiszapfens vom Overdrive beeinflusst wurde. Alles klar. Ja, folgende Overdrives können Teslas Kugelblitze deaktivieren. Titans Kuppel, wenn sich der Kugelblitz beim Platzieren innerhalb des Kuppelradius befindet. Das ist okay. Ja, gut. Aber seien wir mal ehrlich, so viel Damage macht der Kugelblitz auch nicht, ne? Aber gut. Also vor allem, ne, wenn du halt schon in dem Overdrive drin bist. Ja. Aber gut, ansonsten Mammuts AT-Feld, wenn der Kugelblitz es berührt. Alright. Wasps Bombe, Alter. SPS, ne? Junge. Wenn der Kugelblitz in deren Effektradius ist. Und Hunters elektromagnetischer Impuls, wenn der Kugelblitz in deren Effektradius ist. Ja, gut.
Alright. Ansonsten ein paar Bugfixes, ja, bla bla bla, dies, das, Ananas, Anti-Cheat-System für... Oh, ein verbessertes Anti-Cheat... Wer hackt denn bitte in... Please, wirklich, wer macht denn sowas? Aber gut. Samba, wir gehen rein. Ich habe keine Ahnung, meine Mission habe ich schon längst wieder vergessen, aber das gucken wir uns gleich an. Zuerst machen wir hier Dings, ja, hier, ihr seht's. Ich weiß nicht, was mich erwartet, ich lasse mich hier wirklich überraschen. Und dann feiern wir ein bisschen Karneval in Tanki. Wup, 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 bzzz, Taser. Dafür habe ich ja Tesla. Ha. Na, das dauert aber, bis eine Schlacht gefunden wird. Eigentlich wollte ich die Patchnotes ein bisschen schneller durcharbeiten, aber um ehrlich zu sein, ich habe mir die Hälfte gar nicht mal durchgelesen. Das war jetzt für mich auch, also vor allem der untere Teil, den habe ich jetzt auch erst erfahren. Ja, na dann, 044. Ja, damit lässt sich arbeiten. Gut, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Übrigens, ich habe hier gerade das Interface für mich mal ein bisschen angepasst, damit es kleiner ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt an sich eine großartige Verbesserung bringt. Junge, Junge, Junge. Das wird sich zeigen, aber ich finde es jetzt an sich gar nicht mal so schlimm. Dadurch, also ich weiß nicht. Könnt ihr ja sagen, was ihr besser findet. Also mich stört es nicht, dass es halt jetzt hier so, ja, klein angezeigt wird. Aber gut, lasst mich das gerne wissen, wie das für euch ist. Ich kann mir vorstellen, an einem Handy wird man das sicherlich nicht so gut erkennen können, hier alles. Aber man muss ja jetzt auch nicht den Killfeed erkennen. Also nicht unbedingt, ne? Oder wie viele Drugs ich habe. Heilige Mutter Gottes, Alter. Da war ja mal... Pff, Junge, Junge, Junge. Ne. Da bleibt dir die Spucke weg, du. Wirklich. Oh. Schwupps. Ja, Platz 22. Na, immerhin. Immerhin habe ich noch eine gekillt. Boah. Es hätte schlimmer sein können, ne? Ich hätte noch 23 werden können. Sofern das möglich gewesen wäre. Nein, okay, Spaß beiseite. Das war ja echt, ja. Gut, dann haben wir also das Ding jetzt auch durch. Einen Modus, den ich nicht mehr spielen werde. Kümmern wir uns um die eigentlichen Missionen heute. Und zwar Punkte verdienen in Schlachten, Damage machen im Team Deathmatch-Modus und Kristalle verdienen im Team Deathmatch-Modus. Also, was machen wir? Richtig, wir spielen Team Deathmatch. Yay! Ab in diesen Modus, natürlich weiterhin mit Tesla, auch wenn das Ding genervt wurde, aber dadurch, dass jetzt das Anti-Cheat-System für Tesla verbessert wurde, kann ich mir ein bisschen mehr sicher sein, dass ich nicht das Problem habe, auf unlautere Spieler zu treffen. Ja, ja. Die mit Tesla unterwegs sind. Jetzt weiß ich, hier herrscht dann tatsächlich Fair Play. Also was auch immer dieses... ja, also klar, was natürlich das Anti-Cheat-System macht, ist mir ja schon klar. Nur, was war da das Problem? Versteht ihr? So, was war da das Problem? Also, wie hätte man das ausnutzen können? Please, wenn jemand... Ich sollte aufhören, das so zu sagen. Keine Ahnung, warum ich mir das jetzt so angewohnt habe. War auf einmal heute so. Wirklich. Einfach so, zack. Ist auf einmal so gekommen. Oh, nice. Schön, dass er reingefahren ist. Wie dämlich kann man eigentlich sein? Ja, jedenfalls, wenn es dazu Videos gab, ich will sie nicht sehen. Nur, ich frage mich halt, wie sollte das jetzt ablaufen? Ja, machen wir mal ganz kurze hypothetische Überlegungen so. Also, wie hätte man denn bitte mit Tesla cheaten können? Also, du musst ja da irgendwie eventuell halt, ja... irgendeine Konstellation finden, mit der du auf einmal, weiß ich nicht, deine Reichweite erhöhen kannst, mehr Kugeln schießen kannst, irgendwie so Double Tap, ne, auf die Leertaste oder sowas. Keine Ahnung, also, wisst ihr, was ich meine? Wie sollte das funktionieren? Oder hat man sich gesagt, so, oh, bevor das jemand eventuell ausnutzen könnte, hauen wir da schon, etwas raus, so präventiv. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls, ich habe in Schlacht nichts gesehen, wo ich mir so gesagt hätte, okay, wie zur Hölle hat er das hinbekommen? Aber ich kann mich auch irren. Ich kann mich auch irren, ne? Autsch.
Hallo, junge Damen. Schade. Da war leider ein Overdrive im Weg. Und der Overdrive, er fliegt und fliegt und fliegt. Er sollte mich aber nicht bekommen. Ja, das ist gut. Nee, ich habe jetzt irgendwie gar keinen Bock. Nee, lass mal. Lass gut sein. Ich muss da nicht hin. Ich war einfach jetzt auf der anderen Seite, ne? Da muss ich mir nicht antun. Nee. Ist in Ordnung. Ich mag euch ja und so, aber nee. Lass gut sein. Alright. Das ist supi. Einen weiteren Kill. Einen Mammut erlegt. Sehr schön. Es gibt ja hier diese Samba-Dings, Aufgaben, ne? Und ja, wieder so Sachen, die ich nicht erledigen kann. Alright, dankeschön. Außer natürlich halt, also jetzt vor allem nicht alle, ne? Das ist wieder mit so vielen Kills verbunden. Overdrive verwenden, das wäre auch etwas so, ja, müsste man halt gucken, ob das... Ach, ernsthaft? Schade. Ich dachte, ich kann ihn jetzt so ein bisschen austricksen. Naja, okay. Dann ist das halt nicht so der Fall gewesen. Was soll's. Oh. Hoffentlich weiß er nicht, dass ich hier bin. Hoffentlich weiß er das nicht. Oh, Baby. Komm, trau dich. Los. Na los. Los, traut euch. Traut euch alle. Please. Ich hab dir doch gesagt, ich soll damit aufhören. Ich hab's mir selber gesagt, ich muss mir ja nicht sowas angewöhnen. Keine Ahnung, es war auf einmal so. Ich weiß wirklich nicht warum. Hitzeschlag, keine Ahnung. Ach. Oh ja, und natürlich die Änderung, die jetzt für mich hier noch für mich jetzt noch wichtig ist. Ja, die Matchmaking-Schlachten, du. Die dauern jetzt auch ein bisschen länger. Ja, die sind auf 15 Minuten erhöht worden. Also. Da ist Spiel, Spaß und Spannung für alle. Utsch. Ja, immerhin habe ich... Oh! Ich habe ihn zwar nicht bekommen, aber ich habe wenigstens sehr viel Damage ihm noch austeilen können. Also insofern, ich war jetzt gerade eine ganz, ganz großartige Hilfe für ihn. Und tschüss. Also das Ding wird ihn zwar nicht erreichen, also halt so erreichen, dass er Schaden bekommt, außer er weiß nicht, wie man seinen Panzer steuert, aber... ich wollte ihn da so ein bisschen aus der Reserve locken. Ah, Donnerspieler hier. Ja, wer hätte damit rechnen können, dass Leute Donner benutzen? Mensch, da hat doch jeder hier Donnerschutz. Ne? Jeder normale Mensch fährt doch mit Donnerschutz, außer ich und andere hier, aber... ja, aber Donner wird halt so selten benutzt. Ah, hoffentlich habt ihr noch immer Bock auf Tesla. Ich weiß. Ich werde jetzt hier nicht irgendwie 1000 Folgen Tesla spielen. Also da muss man sich keine Sorgen machen, ne? Das wird es hier nicht geben. Aber die Waffe macht halt einfach so viel Spaß momentan. Und die ist halt noch immer, ja, was halt einfach den Damage angeht, noch immer wirklich mega, mega gut. Und das kann man halt einfach mal ausnutzen, ja. Ah, schade. Jetzt habe ich mich schon wieder selber vernichtet. Ah. Warum mache ich denn sowas? Das muss doch nicht sein. Aber es ist wirklich ungewohnt, dass die Schlachten so lange gehen. Man muss halt aber auch dazu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schlacht wirklich 15 Minuten am Ende des Tages geht, ist halt dann doch sehr gering. Wenn man halt mal sieht, wir sind halt jetzt hier schon über die Hälfte an... ach, come on. Ernsthaft? Der Kills, ja. Und... Deswegen, das Ding wird halt hier nicht bis auf 0 runterlaufen. Aber es gibt natürlich auch Spielmodi, da wird das Ding auf 0 runterlaufen. Da wird man dann halt eben 15 Minuten lang Spaß haben. Beispielsweise Juggernaut, wenn das Ding ausgeglichen ist. Capture the Flag. Ne, Team Deathmatch ist halt jetzt eben nicht so unbedingt dann dafür. Ernsthaft? Dein Scheiß Ernst? Muss doch nicht sein. Leute, das ist ja blub. Wurde einfach so aufgefangen. Ne? Nein, mein Gott. Ach, an denen dazu kommen, ne? Da müssen wir es halt über andere Wege versuchen.
dann muss das halt anders hier funktionieren. Au! Jo. Was machst denn du da? Lass mich mal in Ruhe. Ich habe dir zwar noch nichts getan, also gut, klar, im Nachhinein habe ich dir was getan, aber ist ja egal. Boah! Aber hey, der Kugelblitz, der macht Schaden, ne? Also selbst wenn man ihn dann am Ende nicht killt, aber man kann so viel Schaden rausknüppeln, das ist cool. Das ist wirklich cool. Nun komm! Nun komm! Warum haben wir eigentlich hier zwei Spieler weniger? Wir sind noch am Gewinn. Wer verlässt denn bitte? Hat jemand verlassen? Wahrscheinlich. Boah. Knapp. Dem will ich hier keinen Kill schenken. Oh. Alter. Junge, 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 war das Schaden. Ja, und wir haben halt nur noch 12 Kills Vorsprung, ne? Wenn da einmal jemand richtig durchrockt, dann war's das. Ist da jemand? Au! Oh. Ui! Noch komm! Ernsthaft? Jetzt hat er auch noch seinen Overdrive, naja. Ja, also entweder wir schaffen es irgendwie hier 6 Minuten lang in der Führung zu bleiben, oder wir kriegen es als erstes Team hin, mal die Dings zu bekommen. Nice. Schwere Geburt hier. Aber hey, 22 Kills. Echt? Wirklich schon 18 Mal gestorben? Okay. Aber gut, von den Kills her, ich find's super. Das läuft hier. Wir brauchen nur noch ein paar, ne? Also insofern... Das sollte, holy moly, das war ein wunderschöner Double. Das war ein Double, den ich sehen will, du. Yeah, und der nächste. Und sie fallen alle. Sie fallen wie Dominosteine. Wer will noch fallen? Bam! Sie fallen und fallen und fallen und fallen. Und ich habe wieder einen Overdrive fertig. Oh, läuft ja hier, ey. 4000 DP! 4400 Kristalle! Okay, danke! Okay, also 29,18, 4400 Kristalle am Ende bekommen. Wow! Das ist, wie soll ich sagen, nicht schlecht, nicht schlecht. Und der Schaden! Wie viel habe ich denn hier bitte ausgeteilt? Ich habe fast meine Mission erledigt. Und das in einem Match. Okay, gut, natürlich, das Ding ist ja auch verlängert, aber bla bla bla. Trotzdem, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja, super, dann nochmal rein. Jetzt sicherlich nicht nochmal 15 Minuten oder so, aber ja, ich bin mit mir persönlich, mit meiner Leistung, die ich jetzt hier an den Tag gebracht habe, doch sehr zufrieden. Ja. So kann man sagen. Ich bin zufrieden. Finde ich gut. Stille. Wow, 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 wow. Was ist denn das? Guckt euch mal bitte die Gearscores an. Holy, wo bin ich denn hier gelandet? 1100. Ich glaube, es hackt. 1100, 5000, 4000, 5000... Junge, für nochmal einer mit 4000 reingekommen. Im gegnerischen Team sieht es jetzt... Ja, sieht doch besser aus im gegnerischen Team. Da haben wir halt mehr Höhere, ne? Aber Alter! Willst du mich verarschen? Wer hat sich denn den Scheiß ausgedacht? Denkst du, du kannst weg? Denkst du, du kannst weg? Ne, 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 du. Kannst du aber vergessen, ey. Alter Falter, ey. Na, komm! Yeah! Dankeschön, Dankeschön, ihr wart ein tolles Publikum. 2700 Schaden rausgehauen, jawoll. Es macht so viel Spaß, mit Tesla rumzucruisen. Und mein Overdrive ist schon wieder bei 80%. Junge, Junge, Junge. Das macht ja Hunter zu einem richtig krassen Untersatz.
Ich will nicht wissen, wie es mit Untersätzen wie beispielsweise Viking aussieht, aber das, da kann ich mir vorstellen, das wird auch ordentlich Aua-Aua machen, ne? Oh, Junge. Ja, das ist super. 7-2. Ja, vielleicht mache ich das Match doch hier durch. Ja, ich streng mich an. Mal gucken. Es gibt ja auch Erfahrungspunkte ohne Ende. Also insofern. Boah, mega geil. Zack. Den nächsten hier mitgenommen. So, jetzt holen wir uns nochmal hier die ganze Base, wenn es sein muss. Niemand ist vor uns sicher. Mehr oder weniger. Ah, schade. Wäre lustig, wenn er auch in das Ding da gefahren wäre. Und dann hätte ich jetzt noch einen Kill bekommen oder so. Das wäre super. Das wäre echt schön gewesen, aber kann man vergessen. What? Er dachte, er hat so einen 200 IQ-Move gemacht, ne? Voll verarscht, ey. Voll verarscht. Schmeißt er die Bombe dahin? In der Hoffnung, ah, wird schon jemand fahren? Nope, Rückwärtsgang, das war's. Overdrive völlig verkackt. Ja. Aber jetzt habe ich meinen Overdrive auch schon wieder. Du, das läuft ja hier wie am Schnürchen. Ja gut, gerade habe ich eine kleine Downphase, aber pff, das kriegen wir hin. Ups. Wenn du, Konfuzius sagte schon damals, wenn du nicht an die Gegner mit deinem ganz normalen Blitz rankommst, dann schmeiß eine Kugel. Ja, super. Ganz weise, ich weiß. Boah, Alter. Ja, aber über den Schaden müssen wir hier nochmal reden von dem Typen. Da hinten mit seiner Schaft. Ist ein bisschen nervig, wenn du hier nicht mal aus der Base raus kannst. Sorry! Okay, um den kümmere ich mich auch noch. Kann er vergessen. Der kommt nicht weg. Ich werde den Lümmel holen. Wo ist er denn? Wurde er jetzt schon geholt, ja? Scheint so. Ja, dann schmeißen wir uns mal hier. Ups. Oh, Mama, ey, das läuft ja hier wieder. Ja, super. Das Einzige, was mich halt hier noch so ein bisschen aufregt, sind tatsächlich die ganzen Leute mit ihren Schaftis hier, ne? Das ist so ein bisschen. Ja, finde ich jetzt nicht so geil. So viele Leute mit Schaft, das tut schon weh, jetzt anzusehen. Krieg ich? Ja, schön. Schwupps. Oh. Ja, okay, Selfkill, was soll's. Hauptsache, ich bin nicht draufgegangen, ne? Also, alles in Ordnung. Oh yeah. Ja. Oh, super. Wirklich. Echt geil. Ja, lol. Was ist denn los mit den Leuten? Ernsthaft? Was ist denn nur los mit denen? Ey, strengt euch mal bitte ein bisschen an. Ah, der Nikolai, der geht auch ab, ne? 17-3? Nicht schlecht. Kommt jetzt hier einer? Ja, schon lustig. Das Problem ist halt, du bist halt, wenn du hier Schaftgegner hast, ja aufgeschmissen, ja. Kannst halt. Ja, den sollte ich aber noch so bekommen. Gut. Da muss ich halt dann doch mein Dings dafür verschwenden, in Anführungsstrichen. Aber ist in Ordnung. Solange wir hier. Ups. Das war ein bisschen too much. Aber ja, das Match läuft. Das Match läuft. 2011. Beschweren kann ich mich da eher weniger, ne? Sag ich mal so.
Also, ich bin zufrieden. Als ob der noch immer Schaden gemacht hat. Das Ding ist gefühlt 100 Meter hinter mir eingeschlagen. Ja. Verdient ist verdient, mein Freund. Oh Gott. Ja, über 2000 Damage, ne? So viel kann er nicht mehr haben. Also, wenn da jemand auf ihn losgehen will, viel Spaß. Aber ich habe recht viele Tode. Aber auch recht viele Kills. Das muss man vielleicht mal... Ich dachte, ich kann noch abhauen. Aber fürs Umdrehen hätte ich auch keine Zeit gehabt. Ist ja auch völlig egal. Booms. Weg ist er. Ich zwar auch, aber er auch. 24-14. Der Nikolai, der ist noch immer echt am Abgehen, ne? Was hat denn der überhaupt für eine... Ach, der hockt da oben einfach rum und schießt die ganze Zeit. Ja, das ist ja witzig. Das ist ja echt effektiv. Nein, 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 nein. Vergiss es. Ach! Schade. Alter, Junge, 620 Punkte. Was macht der denn da oben? Also ich habe so wenig und der haut einfach mal komplett auf den... Ernsthaft? Echt, einer ist gestorben? Aber die müssen richtig angeschlagen sein. Na, so viel steht schon mal fest. Als ob der das auch noch überlebt hat. Meine Güte. Ja, also Respekt an den Typen, ne? Der hat richtig Punkte gemacht da oben. Oh Gott. Vergiss es. Ja, also nochmal 3 Kills. Autsch. Da habe ich mir selber Damage gegeben. Aber was soll's. 2 Kills noch und dann ist das Ding hier gerockt. Oh, 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 oh. Nein, 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 mein Freund. So nicht. Ja, letzter Kill. GG. Ja, sauberes Match. Nochmal ein paar EP gemacht. Der muss ja komplett ausgerastet sein, was die EP angeht, ne? Wenn du 700 Punkte schon machst... Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ja, von mir, von meiner Seite auch nicht schlecht gewesen. Kann man nicht meckern, kann man nicht meckern. So Leute, das soll's für heute auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die letzte Aufgabe können wir damit also auch abgeben. Finde ich sehr schön. Wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Macht das gut oder besser. Rignon ist ja klar. Und das war eine ordentliche Runde. Auch was die EP und die Kristalle angeht. Hat mich gefreut. Danke, danke, danke. Ja, Rignon.